riesen Applaus für Carsten! So, was anderes jetzt? Als ich klein war, hatte ich eine Oma und eine Omi. Und die Oma hieß deswegen Oma, weil die so an Orten wohnte wie Remscheid, Lüttringhausen, Gelsenkirchen und Iserlohn. Und die Omi, von der handelt dieser Text. Also nicht von der Oma. Wenn mein Tantchen Bärbel sagt, lass uns auf den Friedhof gehen, dann sage ich immer, nee. Da liegt die Omi in ihrem Grab und das will ich gar nicht sehen. Ich denke lieber an die kleine Frau, der auf mich 40 Zentimeter fehlten, ohne dabei polierten Stein zu sehen und kalte Kreuze zwischen zu gut frisierten Bäubüschen. Ich denke daran, wie sie mit 70 noch immer besser mit den flachen Händen auf den Boden kam bei durchgedrückten Knien, als ich das jemals tat. Ich denke daran, wie sie mir auf der Treppe in den Hintern trat, ich mich schon umdrehen wollte, meinem Bruder eine zu hauen, da grinst mich Omi an. Ich denke dran, wie Arschtritt Omi aus der letzten Zeile ansonsten eine feine Dame war. Wie sie meist Kostüm trug, wie sie mich Tischmanieren lehrte, aber auch Skatkloppen und Romeo und Kanaster. Ich denke daran, dass sie im selben Haus wie Dr. Hermann Gößmann wohnte, DFB-Präsident von 1962 bis 75, in einer Zeit, als DFB-Präsidenten noch in Wohnungen wohnten. Wenn auch in Wohnungen mit alten, knarzenden, aber immer frisch gebohnerten Holztreppen mit dicken Treppenläufern drauf im Treppenhaus. In Wohnungen, in denen das gute Kristall in Glasvitrinen stand und klirrte, wenn man als Kind in der Nähe über die Holzdielen tobte. Ich denke an Weihnachten im großen Kreis der Familie mit Onkeln, mit Tanten, Cousinen, Cousins und mit Opi. Aber der sprach nicht viel. Er saß nur immer im grauen Anzug da und sagte wenig. Das sei immer so gewesen, sagte meine Mutter. Aber sie lernte ihren Vater auch erst wirklich kennen, als der aus der Gefangenschaft zurückkam. Mit einem Lungenflügel weniger. Als es ans Flüchten ging, war keiner von den Männern da. Denn ja, mein Omi war der Flüchtling. Es war ja immer noch Krieg, als der Winter kam und die Russen. Alles ließen sie stehen und liegen in Bromberg in heute Bydgoszcz. Packten nur wenig auf Pferd und Wagen, Proviant für die Flucht und ein bisschen von Wert, das sie später gegen Essbares tauschten. Und dann liefen sie fort, die Steffi, die Reni und ihre Schwester, mein Omi, die Sophie. Pittel nannten die beiden die Kleine, meine 1,54 Meter nur messende Omi. Pittel hatte Kinder, zwei an der Hand und eines im Bauch. Kaum drei meine Mutter, kaum fünf mein Onkel und der andere noch im Bauch. Zeitlebens einen zu kleinen Magen behielt der auf der Flucht Geborene. Und ich weiß nicht, ob ich den drei Frauen glaube, ob ich ihnen glaube, dass sie nicht angerührt wurden. Die Kinder, sagten sie, die Kinder hätten sie gerettet. Denn als sie so gegen Westen wanderten, mein Omi links eins und rechts eins und eins im Bauch, da kam ein Russe. Einer von den Guten, sagte mein Omi. Der sprach in Zeichen zu ihnen und nahm ein Kind und gab es der einen Schwester an die Hand, nahm das andere Kind und gab es der anderen Schwester an die Hand und dann zeigte er auf den Bauch von mein Omi. Selbst Plünderer und Vergewaltiger denken manchmal an ihre Mutter. Selbst Mörder und Schänder achten, wenn überhaupt, eine Mutter. Seid alle Mütter, sagte der gute Russe zu ihnen. Und so wanderten sie in den Westen, dorthin, wo keine Gefahr mehr war. Aber keine, das stimmt nicht, denn auch dort war Krieg und Feind und Trümmer und sonst nicht viel. Und man wollte sie nicht, denn sie hatten ja nichts. Und man wollte sie nicht, denn sie brachten ja nichts. Und man schob sie herum, erklärte die Kinder in der Schule für dumm, denn die aus dem Osten, die schrieben noch mit dem Griffel und nicht mit der Feder. Mit der Feder, da klecksten sie. Und außerdem sprachen die komisch. Und man wollte sie nicht, denn sie konnten ja nichts und hatten ja nichts und brachten ja nichts und waren ja nichts, nichts, was man haben gewollt hätte. Doch blieben sie, denn Pommernland und Preußenland und Schlesierland waren abgebrannt. Und doch blieben sie, denn bald hatten sie was und machten was. Erst sammelten sie Kartoffeln auch von bereits abgebrannten Feldern, abgeernteten Feldern. Dann halfen sie beim Aufbau, beim Wiederaufbau der Häuser derer, die sie nicht wollten. Dann kamen die Männer zurück und schwiegen viel. Dann gab es wieder Arbeit und sie fanden welche. Und dann, ganz plötzlich, gehörten sie dazu. Waren schon immer ein Volk. Ganz plötzlich gehörten sie zu denen, die sie nicht gewollt hatten. Denn mein Omi war ein Flüchtling und mein Mutti war ein Flüchtling und mein Onkel war ein Flüchtling und der andere geboren als ein Flüchtling. Und ich bin gerade mal eine Generation später. Aber ich kann die Sprache nicht mehr. Die Sprache, die auch mein Omi sprach. Die Sprache, in der mein Omi ein Flüchtling war. Und ich kann auch das Polnische nicht. Die Sprache, die mein Omi noch fließend sprach.
Und dann sitze ich manchmal da oder stehe ich da und sehe die mit den leeren, hassenden Fressen und denke, haben wir wirklich alles vergessen? Danke.